Auch wenn den Böden das große Nass grundsätzlich guttun mag, die Wassermassen haben vielen Menschen in gleich mehreren Bundesländern, wie hier in Niedersachsen, aber auch in Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen oder Sachsen-Anhalt, Weihnachten ruiniert. Hunderte Familien mussten ihre Häuser verlassen. Und auch wenn zum Glück das Hochwasser bislang bei weitem nicht die Ausmaße der Ahrtal-Katastrophe erreicht hat, auch wenn sich die Lage an vielen Orten momentan sogar etwas beruhigt, es kann doch noch nicht Entwarnung gegeben werden. Bis zum Jahreswechsel zieht ein neues Tiefdruckgebiet heran und so setzt die Situation sowohl Anwohner als auch Helfer weiter unter Druck. Sophie Mühlmann. Sie haben das Nötigste zusammengepackt. Zu Hause kann die Familie Garrels aus dem Bremer Ortsteil Borgstedt jetzt nicht mehr bleiben. Seit gestern steigt das Wasser in ihrer Straße immer höher. Und dann kam der Anruf, ihr müsst die Autos wegfahren. Und dann bin ich schon so tief ungefähr durchs Wasser. Und dann haben wir noch versucht, so ein paar Geräte und so aus dem Keller zu holen. Und dann ging es so bis oberhalb Hüfte. Und dann hat der Sicherungskasten gequalmt und dann haben die Strom ausgestellt. Sodass wir jetzt seit gestern 16 Uhr ohne Elektrizität sind sozusagen. Rund um Bremen herrscht seit Tagen Landunter. Aufgeweichte Deiche an Weser, Wümme und Wörpe müssen stabilisiert werden. In der Gemeinde Lilienthal melden die Behörden am frühen Abend einen Deichriss. Schon seit dem Morgen packen hier viele Freiwillige mit an. Ich habe Nachbarn oder Anwohner, die direkt am Deich wohnen. Und da hilft jeder jedem. Einer öffnet so ein bisschen die Säcke, einer hält auf, einer befüllt, einer knotet zu. Hab gedacht, ich helfe jetzt hier noch mit, so viel es geht, damit wir nicht alle nach Hause schwimmen müssen. Von allen Bundesländern ist Niedersachsen am stärksten vom Hochwasser betroffen. Das Wasser fließt von Südwesten nach Nordosten, aus dem Harz in Richtung Nordsee, von höheren Lagen in die tieferen. Die Folge, alle Pegel auf Höchststufe 3, alle Flüsse übergelaufen. Das heißt, das ganze Land ist unter Wasser nahezu, wassergesättigte Böden, viele kleinere Stellen auch, wo wir einfach Hochwasserdämme haben, die aufweichen. Tatsächlich ist die Lage im ganzen Land angespannt. Wie in Sarstedt im Landkreis Hildesheim heute Mittag. Hier fließen die Flüsse Innerste und Leine zusammen, das Dorf Rute, eine Insel inmitten von überfluteten Feldern und Straßen. Und es ist noch nicht vorbei, warnt die Feuerwehr. Über 100.000 Frauen und Männer bleiben im Einsatz. Unser Fokus liegt tatsächlich auf das kommende Wochenende. Und wir hoffen, dass die Niederschlagsmengen nicht in dem Bereich sind, dass wir noch einen weiteren Anstieg der Pegel hätten. Die Familie Garrels aus Borgstedt nimmt es pragmatisch. Also der erste Stock ist noch trocken. Und nützt und ja nichts. Haben wir auch noch. Ja, also es nützt nichts. Das ist das Motto. Ja. Bis auf Weiteres schlüpfen sie nun erstmal bei Freunden und Verwandten unter.